Und an der Rezeption der deutschen Fußballnationalmannschaft sitzt Joachim Löw. Schönen guten Morgen. Und der Mann hat heute was vor. Er muss nämlich was präsentieren. Zumindest ein deutsches Team, das sich anders verkauft als noch vor Zeiten. Und vor allen Dingen muss er zeigen, wen er dann jetzt Neues dann einsetzt für die drei Bayern-Spieler, die nicht mehr nominiert worden sind. Er hat gesagt gestern nochmal, wir stehen vor einer neuen Herausforderung, einer neuen Zeitrechnung. Das klingt ziemlich politisch gegen eine serbische Mannschaft, die so ein bisschen die Niederländer kopiert. Und deswegen sind die Serben auch ausgewählt worden für dieses Spiel am heutigen Tag, bevor es dann am Sonntag in die EM-Qualifikation geht. Aber Joachim Löw hat auch noch mal bestätigt, ja, wir wollen uns diesmal nicht durchwursteln durch diese Qualifikation. Wir gucken mal, wie er sich verkauft an der Rezeption Nationalmannschaft. Der Schuh sitzt, der Trainer sitzt. Und doch, es wird kein einfacher Gang. Am Sonntag, wichtig, das erste EM-Quali-Spiel gegen die Niederlande. Heute Abend, vortrefflich ausgesucht, gegen Serbien. Alles ist auch ein bisschen ausgerichtet auf das Spiel am Sonntag gegen Niederlande, weil es der Start in die Qualifikation. Von daher steht diese Woche in diesem Zeichen Vorbereitung auf das Holland-Spiel. Aber das Serbien-Spiel kommt uns entgegen, weil sie eben auch uns darauf vorbereiten mit ihrer Spielweise, was am Sonntag uns erwartet. Eine starke Offensive. Serbien hat einen Luka Jovic. In 24 Bundesligaspielen für Eintracht Frankfurt 15 Tore. Der 21-jährige Luka Jovic, geschätzter Marktwert, so bummelig 55 Millionen, hat das Interesse der europäischen Spitzenclubs geweckt. Ihn gilt es heute Abend im Blick zu haben. Aber nicht nur. Grundsätzlich sollten alle Sinne geschärft sein, wenn es darum geht, die Mannschaft neu zu erfinden. Weiterentwicklung. Von der Stelle kommen. Die zukünftigen Aufgaben mit voller Konzentration angehen, die Balance finden zwischen Ballbesitz und Torgefahr. Was uns gefehlt hat bei der WM in einigen Spielen im letzten Jahr, über diesen Ballbesitz einfach auch richtiges Tempo zu haben, schnelle Ballpassagen, schnelle Spielverlagerungen, Tempoaktionen spielen und im Tempo gehen, zum Abschluss kommen. Klingt schlüssig. Jetzt nur noch den Schlüssel finden. Vielleicht ja bereits heute Abend.